Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, dem ersten Video nach der Sommerpause. Auch wenn es wohl im August noch etwas ruhiger hier auf dem Kanal sein wird, möchte ich euch natürlich heute meine Neuzugänge aus dem Juli zeigen. Im Juli hatte ich ja auch 2 Wochen Urlaub und jetzt, wenn ihr das seht, ist mein Urlaub sozusagen auch rum. Ich hatte insgesamt 3 Wochen und ich habe einen ganzen Stapel Bücher hier neben mir. Während es, glaube ich, am Anfang des Monats noch ganz gut lief, bin ich dann gegen Ende des Monats mal Richtung Thalia gelaufen und da gab es ein Mängelexemplarzelt und ach, das ist manchmal nicht so einfach, wie es aussieht. Insgesamt sind 17 Bücher bei mir eingezogen, tatsächlich schon ein bisschen viel. Es sind 10 echte Bücher, 3 E-Books und 4 Hörbücher. Ah, nicht ganz dieses 50-50, was ich sonst so anstrebe, aber es liegt natürlich auch an den Mängelexemplarbüchern, weil ich da auch 4 Stück mitgenommen habe, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen ausgeglichener gewesen. Im Gegenzug bin ich jetzt aktuell beim 12. oder 13. Buch. Das heißt, ich habe in diesem Monat definitiv mehr gekauft als gelesen. Was ich aber gar nicht schlimm finde. Und wie ihr wisst, habe ich ja auch überhaupt kein Problem mit meinem Sub oder meinen Neuzugängen oder was auch immer. Ich pendle immer irgendwas um die 80. Es waren jetzt letztens mal, ich glaube, 76. Jetzt bin ich, glaube ich, irgendwie mal bei 84. Also ich pendle da irgendwie so rum und das ist auch eine Größe, wo ich mich ganz wohlfühle. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal so ein bisschen mit den Büchern an. Das erste Buch habe ich auf Tauschticket getauscht und mich sehr darüber gefreut, nämlich von Leigh Bardugo, Die Sprache der Dornen. Ihr wisst, dass ich ein großer Leigh Bardugo-Fan bin, gerade von Grisha Wirs. Ich glaube, ihr seht jetzt nicht, was hier oben steht. Ich habe die Reihe im letzten Jahr mehr als geliebt. Ich habe das Leben der Heiligen in diesem Jahr toll gefunden. Und als ich dieses Buch, das ist eine illustrierte Ausgabe, wenn ich mich gar nicht täusche, richtig, die sieht richtig schön aus. Als ich das bei Tauschticket gesehen habe, dachte ich mir, das muss ich haben. Also richtig schön auch von der Optik. Es ist düster, magisch und wunderschön. 6 märchenhafte Erzählungen von Bestseller-Autorin Leigh Bardugo. Die Liebe spricht durch Rosenblüten, aber die Wahrheit braucht Dornen. Klingt richtig, richtig toll und ist für mich definitiv was, was ich dann gerne irgendwie vielleicht so Richtung Herbst lesen werde. Dann ist von Emily Henry das neue Buch Kein Sommer ohne dich als Hörbuch bei mir eingezogen, war auch ein Rezensionsexemplar. Die sind unten in der Infobox, wie alle Bücher, auf jeden Fall auch gekennzeichnet, wenn es ein Rezensionsexemplar ist. Und ich packe euch auch die Thalia-Links unten rein, wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt. Und dieses Buch habe ich auch schon gehört. Ich fand ja ihr erstes Buch, Das Leben zwischen den Zeilen oder irgendwie so, fand ich ja richtig toll, war für mich ja auch 20, glaube ich, ein Jahreshighlight, habe ich sehr gefeiert. Hier kam für mich nicht ganz so diese wunderbare Dynamik zwischen den 2 Protagonisten auf, aber dazu werde ich auf jeden Fall was im Monatsrückblick dann auch erzählen. Ich möchte das gar nicht so vorwegnehmen, weil Neuzugänge sind ja eher dazu da, warum hat man sich das Buch zugelegt. Und hier habe ich einfach eine lockere, leichte Sommergeschichte erwartet und habe mich einfach drauf gefreut auf die tollen Dialoge, wie sie es auch im ersten Teil, also im ersten Buch gegeben hat. Aber ich fand das Kein Sommer ohne dich auf jeden Fall ein Sommerbuch. War für mich aber kein Highlight. Von Iva Leon Menger ist der erste Thriller erschienen, Als das Böse kam. Und Iva Leon Menger ist ja der Macher hinter dem Hörspiel Monster 1983. Da gibt es ja 3 Teile, die wirklich mehr als großartig produziert, gesprochen und spannend sind. Man hat ja bei Monster 1983 wirklich gemerkt, hier sind die 80er im Feeling. Das hat mich so fasziniert. Es war gruselig, düster. Wir hatten wahnsinnig viele bekannte Synchronsprecher, wo man wirklich, wenn man die Stimmen erkannt hat, wirklich einen Film ablaufen hatte und ich fand das großartig. Ich habe alle 3 Teile gefeiert und ich hätte auch große Lust, mir das nochmal anzuhören. Und dann habe ich gesehen, dass er einen Thriller herausbringt, eben Als das Böse kam, und war natürlich super neugierig, wie es hier sein wird, eben mit einem klassischen Buch. Und ich habe das als Hörbuch dann auch angehört, Richtung Heidelberg, und war hier super interessiert an dieser Insel, wo irgendwie eine Familie wohnt, die vor irgendwas auf der Flucht sind. Auf einmal scheint eben die auf die Insel zu kommen, hinter denen, vor denen sie sich eigentlich verstecken. Und wir haben als Protagonistin eben auch ein ganz junges Mädel, ich glaube 16, 17, wenn ich mich nicht irre. Und die versucht da eben so ein bisschen hinter das Geheimnis zu kommen, der Flucht, wer sind die Menschen, die da kommen. Und habe ich, wie gesagt, zumindest angefangen, dann tatsächlich abgebrochen. Aber dazu dann, ich denke mal, nächste Woche im Monatsrückblick mehr.
Dann bin ich ja auf den Hund gekommen und habe bei NetGalley entdeckt, dass es als Rezensionsexemplar ein neues Hundebuch von Jochen Bendel gibt, Das Geheimnis der Spiegelung. Und das fand ich super interessant, weil ich das schon so oft gehört habe in verschiedensten Ratgebern, Videos über Hund und Mensch, dass eben Hunde oft unser Verhalten als Mensch eben spiegeln und man eben tatsächlich auf sich selbst eigentlich viel mehr achten müsste als auf dem Hund, damit eben die Spiegelung ja im Grunde in die richtige Richtung geht. Und ja, das Buch habe ich gesehen und habe auch einfach so den Klappentext durchgelesen und dachte, ja, das ist bestimmt auch noch super interessant und ich lese ja relativ viel jetzt auch gerade über Hunde, habe auch einiges mir mal ausgeliehen bezüglich ja, Körpersprache, Spiele, Lernen, Auslastung und so weiter. Gucke auch einige YouTube-Videos und deswegen durfte dieses Buch auch bei mir einziehen. Dann hat die liebe Becky von Isara geschwärmt von Julia Dippel. Das ewige Feuer ist der Auftakt einer Trilogie. Nein, ich glaube, 4 Teile sind es. Und Becky hat auf dem Weg nach Heidelberg, ich glaube, auch den 4. Band beendet. Und ich habe dem Ganzen per Hörbuch eine Chance gegeben. Becky hat schon gesagt, sie würde mir das nur so beschränkt empfehlen, weil sie glaubt, dass mir der romantische Anteil dieses New Adult einfach zu viel sein wird. Und ich war aber gespannt, weil Casa Dim von Julia Dippel hat mir ja super gut gefallen. Der erste Teil war ein überraschendes Highlight, der zweite Band war noch besser. Und beim dritten Band war es ja auch großartig, bis zu diesen Wendungen, die zum Schluss hinführten, was ich einfach nicht gefeiert habe und nicht gut fand. Aber da gingen ja die Meinungen auch auseinander. Und für mich hat das Ende so ein bisschen die Reihe auch leider kaputt gemacht. Und dennoch war ich super gespannt auf Isara. Habe ich, wie gesagt, auf dem Weg nach Heidelberg gehört und muss leider auch hier sagen, dass Becky so ein bisschen recht behalten hat, dass es mir zu viel New Adult, zu viel Romantik war, dass auch die Protagonistin einfach für mich ein bisschen merkwürdig war. Ich weiß, dass Becky das super gerne liest, dass sie ja wirklich auch New Adult in diesem etwas trashigeren, ich verwende jetzt mal ihre Worte, dass sie das wirklich super gerne liest und dass sie da das auch einfach locker nimmt und auch so mit einem lockeren, zwinkernden Auge nehmen kann. Mir war es einfach irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, zu merkwürdig, aber auch dazu dann mehr im Monatsrückblick. Ach meine Güte, vielleicht hätte ich den Monatsrückblick zuerst machen sollen. Aber gut, das ist jetzt, wie es ist. Dann, als E-Book und als Rezensionsexemplar angekommen ist, Lovely Hearts, nur ein Lächeln von dir, von Polly Harper. Ein Buch, was mich vom Cover total an die Redwood-Reihe erinnert hat. Und ich bin ja auf der Suche nach Redwood, nach Büchern, die so in die Gilmore Girls Richtung gehen, die irgendwie so wohlfühlig sind, wo man so ein Städtchen hat, wo man verschiedene Charaktere hat, in dem Städtchen eben auch begleiten kann. Und das habe ich hier auch so ein bisschen erwartet. Habe ich auch im Juli schon gelesen und war hier einfach so ein bisschen gespannt, was mich erwarten wird. Wir haben hier auch zwei Protagonisten, aus deren Sicht die Geschichte eben auch erzählt wird. Und wir haben hier eben eine junge Frau, deren Schwester mit Ehemann bei einem Autounfall umkommt und sie soll die Vormundschaft der beiden Nichten übernehmen. Sie hat die aber auch schon ewig nicht mehr gesehen und gleichzeitig haben wir eben den besten Freund des Vaters der Kinder, der eben immer auch irgendwie ein Teil der Mädels ist und eben auch gerne da wäre. Und dann beginnt hier natürlich so ein bisschen der Kampf um die Kinder, aber gleichzeitig baut sich hier so eine Freundschaft, Liebe irgendwie auf und ja, auch dazu mehr im Monatsrückblick. Sollte der dann vielleicht online sein, wenn ihr dieses Video später seht, verlinke ich den natürlich. Aber ich vermute mal, er kommt erst nächstes Wochenende am Samstag. Dann noch ein Buch, das ich bei Tauschticket ertauscht habe und zwar von Francesc Mirales. Samuel und die Liebe zu den kleinen Dingen. Mirales ist der Autor unter anderem von dem Ikigai-Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe und auch dieses Ichigo-Ichi. Ich glaube, es hieß anders. Und ich war super interessiert daran, eben von ihm eine Art Roman zu lesen und habe es dann eben auch bei Tauschticket entdeckt. Und es geht vom Glück des Zufalls und der Magie des Lebens. Es soll ein wunderbares Buch über das Leben sein. Es geht hier um den Literaturdozenten Samuel, der es sich so ein bisschen in seiner Einsamkeit bequem gemacht hat, bis ihm eine junge Katze zuläuft und ihn so ein bisschen auch aus seiner Lethargie rausholt und ins Leben zurückholt. Und Schritt für Schritt öffnet er sich dann dem kleinen Glücken des Alltags für Begegnungen, Freundschaften und schließlich für die Liebe. Sieht vom Cover, also spricht mich an, ich bin einfach auch ein Katzenmensch und dementsprechend bin ich hier super neugierig. Ich habe noch nicht reingelesen. Es hat aber von der Optik auf jeden Fall auch unterschiedliche Erzählweisen. Also manchmal auch mal ein bisschen was in einer anderen Schrift geschrieben. Ich bin super gespannt. Also ich freue mich darauf
und bin super neugierig, was mich da erwartet. Dann bin ich ja seit, ich glaube, jetzt knapp 2 Jahren auch ein interessierter Mensch, was Human Design angeht. Und von Anja Hauer ist dieses neue Buch herausgekommen, Mehr Lebenskraft, Leichtigkeit und Erfolg durch Human Design. Human Design ist ja eine Mischung aus im Grunde Horoskop oder aus diesem Sternzeichen, aus Yoga, Yin-Yang. Ach, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich habe schon so lange niemanden mehr beschreiben müssen, um was es hier ging. Auf jeden Fall ist es eine Mischung aus Kabbala, ist auch noch dabei. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier hinten irgendwo steht. Nein. Auf jeden Fall habe ich mich da mit einigen Büchern ja beschäftigt. Und ich war hier so fasziniert davon, weil es eben darum geht, mit seinem Profil, was man eben hat, eben die mehr Leichtigkeit zu bekommen, Lebenskraft. Und es sind ja auch vorne schon einige Erklärungen zu den Toren und zu den Profilen drin. Das finde ich super spannend. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Buch ist, was wirklich für Einsteiger gedacht ist. Da würde ich definitiv andere Bücher empfehlen. Hier hinten heißt es auch noch, finde und lebe deine Talente und Fähigkeiten. Und es ist hier wohl, also Human Design wird hier als verlässlichstes, aussagekräftigstes Tool zur Selbsterkenntnis genannt. Coaches, Trainer, Psychologen und Unternehmen nutzen es zunehmend. Und Anja Hauer legt mit diesem Ratgeber eine einzigartig praktische Grundlagenwerk in verständlicher Sprache vor, was eben das Human Design System undogmatisch zugänglich für alle macht. Und es geht dann eben um unsere Fähigkeiten, Talente und Besonderheiten. Und ich finde das tatsächlich super interessant, weil ich den ein oder anderen Aha-Effekt hatte durch Human Design, was mich betrifft, meine Gedanken, Gefühle, wie ich an Dinge herangehe und so weiter. Und wer weiß, vielleicht finde ich hier auch noch Spannendes, Interessantes. Bin auch super happy, dass ich das vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe und freue mich, das jetzt auf jeden Fall auch im August dann zu lesen und da ein bisschen auch mit zu arbeiten. Wir waren in Heidelberg unterwegs. Dazu wird es auf jeden Fall auch noch einen Vlog geben. Ich habe ein bisschen mitgefilmt und Fotos gemacht. Und da habe ich dieses Buch dann in der Thalia entdeckt, Das Erbe des Weißen Wolfes, magische Geschichten aus der Welt des Hexers. Man sieht, das ist auch gar nicht so dünn. Ich bin ja der Hexer-Reihe total im Grunde verfallen. Ich liebe die Serie The Witcher auf Netflix mit Henry Cavill, auch wenn da so das ein oder andere nicht ganz authentisch rübergebracht wurde. Und an diesem Buch, ja, Weißer Wolf, ich meine, das erinnert mich jetzt an meinen eigenen Hund, der ja auch aussieht wie ein Weißer Wolf. Und es ist eben ein großes Lesevergnügen für alle Hexerfans und eine einzigartige Hommage an den Hexer. Es heißt hier, 30 Jahre nach Geralt von Rivas ersten Auftritt hat die polnische Fantasy-Zeitschrift einen Erzählwettbewerb ausgeschrieben. Die 11 besten Beiträge sind hier versammelt. Sie sind bevölkert von Striegen, Flatterern und Elfen. Es gibt wieder Begegnungen mit Geralt, Rittersporn, Yennefer, Triss, Marigold und vielen weiteren Figuren der Hexersaga. Es gibt hier auch ein Geleitwort von Andrzej Sapkowski. Und das sind im Grunde jetzt polnische Autoren, die hier Geschichten rund um den Hexer geschrieben haben. Es sind, ich glaube, tatsächlich 11 nach hieß es. Und da bin ich super gespannt, was mich erwartet. Es klingt ein bisschen wie Fanfiction, aber ich bin dennoch super neugierig und denke, wenn das wirklich so die besten Geschichten sind, die da angekommen sind, dann sind das bestimmt auch gute Geschichten. Und es freut mich, da irgendwie in die Welt wieder einzutauchen. Und bin super gespannt. Und an dem schönen Cover, konnte ich einfach auch nicht vorbeigehen. Ne? Also das passt auf jeden Fall ganz gut. Wir haben in Heidelberg auch das ein oder andere Buch entdeckt und zwei der spannenden Bücher sind dann auch nach und nach bei mir eingezogen. Zum einen Höllendämmerung von Richard Kadrey. Das Buch hat uns als Cover total angesprochen und Becky und ich standen da so ein ganzes Weilchen davor. Und ich habe es dann vom Verlag auch als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen. Und es ging um Rache, es ging um, ich glaube, auch so Assassinen. Und das hat uns super auch an Nevernight erinnert. Und es hat einfach so ein bisschen Dark-Fantasy-Ausstrahlung und klang super spannend und packend. Ich kriege den Klappentext nicht mehr zusammen, aber ich war hier wirklich super interessiert und war super happy, als es dann auch als E-Book vom Verlag bei mir angekommen ist. Ich glaube sogar,
dass es eine Dilogie ist, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, ich packe euch da auf jeden Fall auch das Buch wie alle anderen in die Infobox. Schaut da gerne rein, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert. Mir hat aber eigentlich schon das Cover gereicht. Das hatte mich schon direkt gefesselt. Dann war ich mit einer lieben Freundin hier in der Thalia und da hatten sie gerade das Mängelexemplarzelt aufgestellt. Ich glaube, preislich fängt es an bei 3,99, ab 3 Büchern dann nur noch 2,99 und ich glaube, wenn man 10 Bücher kauft, war man dann bei 2,49, ich glaube. Und ich habe 4 Mängelexemplarbücher entdeckt und ein normales Buch habe ich mir noch mitgenommen. Ich glaube, ja. Meine Güte. Ein Buch, das schon lange, lange auf meiner Wunschliste ist und was mir auch Kerstin Merkel empfohlen hat, in diesem wunderbaren Video, wo sie einige Bücher empfohlen hat, wo, glaube ich, auch tatsächlich noch 2 auf dem Sub liegen, aber das müssen wir jetzt demnächst ändern. Und ich glaube, soweit ich das gesehen habe, kommt es jetzt auch in einer Filmausgabe heraus, weil es verfilmt wird. Es ist der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Und als ich das stehen sah, dachte ich, ja, jetzt soll es einfach so sein, dass ich dieses Buch als Mängelexemplar mir mitnehme. Es hat hier unten einen Stempel und hinten auch so ein bisschen den Ratscher drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, so ein bisschen finde ich gar nicht schlimm und ich bin da super gespannt. Also ich freue mich darauf, das zu entdecken. Es soll ja zauberhaft schön sein. Es ist ein ganz wundervolles Buch, eines der schönsten Bücher, die Elke Heidenreich in diesem Jahr gelesen hat. Es soll intensiv sein, atmosphärisch, dass wir für immer Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und es geht auch um Geheimnisse und der Gewalt der Natur, dass wir der ja nichts entgegensetzen können. Ja, bin super gespannt und neugierig. Ein Buch, das ich vor einiger Zeit oder schon längere Zeit auf der Wunschliste hatte. Irgendwann ist es von der Wunschliste geflogen und jetzt stand es da, ja, 2018 erschienen. Und zwar Miss Gladys und ihr Astronaut von David M. Barnett. Das Cover habe ich damals super gefunden. Heißt hier auch Kopfkino Edition aus dem Ullstein Verlag. Und wie klein die Welt von oben ist, die Geschichte einer unglaublichen Freundschaft. Es geht nämlich um die gute Miss Gladys, die sich nicht mehr alles merken kann, aber sie bekommt einen Telefonanruf, den sie nicht vergessen kann. Es ist der Astronaut Thomas Major, der gerade auf dem Weg zum Mars ist. Er hat sich irgendwie verwählt und möchte eigentlich direkt auflegen, aber Miss Gladys und ihr Enkel brauchen seine Hilfe. Ein bisschen fluchend unterstützt er sie dann und wird dann zum Helfer in der Not. Und tausende Kilometer entfernt führt ihr die drei auf seine ganz eigene Art durch schwere Zeiten, denn die Familie droht ihr zu Hause zu verlieren und brauchen einen galaktisch guten Plan. Ja, finde ich super ansprechend. Ich weiß, dass das Buch auch damals so ein bisschen immer mal zu sehen war und irgendwie dachte ich, jetzt liegt es da und ja, was soll ich sagen? Es durfte mit. Auch ein Buch, ja, auch das hat unten den Stempel und 2 so Lagerspuren, aber sonst sieht das tatsächlich top aus. Das nächste Buch hat unten auch nur den Stempel und hinten so einen Ratscher. Ja, ich weiß nicht, ob man das absichtlich macht, aber gut. Auch das Buch war doch mal recht gehypt. Es soll ein Meisterwerk des modernen Horrors sein. Es ist Kill Creek von Scott Thomas und das war auch lange Zeit irgendwie auf der Wunschliste. Dann hat sich es irgendwie verloren und dann ist es jetzt als Buch bei mir eingezogen. Ganz schöner Wälzer. Ich hatte das gar nicht so dick mit 540 Seiten so auf dem Schirm. Ist von 2019, genau, im deutschsprachigen Raum. Und ja, es soll Horror sein, es soll gruselig sein, es soll so gruselig wie The Shining sein. Wir haben hier am Ende einer langen Straße im ländlichen Kansas das verlassene Finch House. Das ist das berühmteste Spukhaus der USA. Und ja, hier möchte man 4 erfolgreiche Horrorautoren zu einem Interview zusammenbringen. Doch was als PR-Gag beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum, denn die finsteren Mächte im Finch House drängen nach draußen und schon bald gibt es den ersten Todesfall. Ja, klingt super spannend und wie gefühlt alle meine Bücher, die ich mir geholt habe. Und auch das lag dann einfach so da und ich dachte, ach, du brauchst ja eh 3. Und dann bin ich aber noch einem vierten Buch über den Weg gelaufen und sowas lese ich ja auch super gerne. Und wenn ihr auf meinem Kanal öfter mal da seid, wisst ihr das, auch hier unten nur ein Stempel. Und zwar 4 Räder, Küche, Bad von Freddy Gareis von der Freiheit im Auto zu leben. Und ich mag ja solche Roadtrips, solche, ja, Geschichten über Städte, Länder, wenn jemand das bereist und ich weiß gar nicht, wie das hier war, genau. Zusammen mit seiner Freundin beschließt er, alles zu verkaufen und in ein 21 Jahre altes Auto zu ziehen. Den restlichen Besitz packen sie in 12 Bananenkisten und dann eine Matratze drauf und fertig ist die neue Bleibe. Ja, sie leben dann eben auch unterwegs und erzählen was von den gesellschaftlichen Konventionen und was man eigentlich wirklich braucht, um glücklich zu sein. Ja, mag ich und durfte dann als viertes Buch mit.
Auf ihrem YouTube-Kanal und Instagram-Kanal hat die liebe Buchling Janine ja auch eine große Liebe zu Bridgerton entwickelt. Und ich bin ja ein großer Fan der Serie, habe ja auch das erste Buch gelesen, was ich okay fand. Ich fand die Serie aber tatsächlich besser und dementsprechend habe ich den zweiten Band und so weiter gar nicht gelesen, aber auch die zweite Staffel sehr gefeiert. Und jetzt gibt es einen inoffiziellen Guide für alle Lords and Ladies rund um Bridgerton von Charlotte Browne. Und das hat Janine, ich glaube, auch auf ihrem YouTube-Kanal vorgestellt und auch auf Instagram ein bisschen gezeigt. Und dann war es ja so gefühlt um mich geschehen. Und als ich dieses süße kleine Büchlein, also so im Gegensatz zum normalen Taschenbuch, ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner, dann auch gesehen habe, dachte ich, das muss auch einfach mit. Denn wir haben hier wohl so einiges, was man tun kann. Es geht hier um die Regency-Zeit, wie man ja am besten zum Beispiel rumfächert, wie man Taschentücher verwendet, welche Tänze man tun kann. Dann kann man einen Test machen, welcher Bridgerton-Charakter man wäre. Und ich bin einfach mal gespannt. Also ich habe jetzt schon auf Instagram, als ich es gezeigt habe, 2, 3 nicht so positive Stimmen gehört, aber auch 2, 3 Leute, die geschwärmt haben. Also ich mache mir davon jetzt einfach selbst ein Bild, habe aber auch noch eine Buchempfehlung bekommen. Da geht es so um Briefwechsel von Jane Austen. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Aber vielleicht habt ihr ja den Guide auch schon selbst ausprobiert. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Überhaupt, wenn ihr irgendein Buch kennt, ne? Immer gerne in die Kommentare und schwärmt schön. Hier bin ich einfach gespannt, so ein bisschen in Bridgerton-Stimmung zu kommen, zu bleiben. Und auch da gibt es ja diverse Soundtracks und Sounds aller Bridgerton auf YouTube zu finden. Und das höre ich mir super gerne auch so nebenbei an. Gerade wenn es dann nur Melodien sind, kann man das auch wunderbar nehmen. In dem Lesen machen. Das vorletzte Buch ist dann ein ganz aktuelles Hörbuch, was als Hörbuch jetzt erst Ende Juli herausgekommen ist. Ich glaube, das echte haptische Buch zum Lesen war schon früher da. Und zwar ist es das Buch von Julie Kaplan, Das kleine Cottage in Irland. Das ist, glaube ich, der 6. oder 7. Teil um diese Romantic Escapes Reihe. Hierzu habe ich euch auch schon mal einen Hörgenuss gemacht. Die Playlist findet ihr immer unten in der Infobox. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und das müsste jetzt auch so ziemlich der letzte Band sein, der übersetzt wird. Ich habe im Englischen noch einen Weihnachts-Winterband gesehen, der, glaube ich, für Oktober angekündigt ist. Ich weiß noch nicht, ob man den dann auch im Deutschen bekommen wird oder vielleicht sogar erst im nächsten Jahr. Es gibt theoretisch auch noch irgendwas mit einer geheimnisvollen Küste in Kroatien, der im Deutsch nicht erscheinen wird. Da hatte ich auch schon mal beim Verlag nachgefragt, weil er wohl irgendwie nicht in das Konzept der Reihe passt, was ich total strange finde. Ich wollte jetzt eigentlich im Sommer auch mal den lesen, aber irgendwie bin ich im Juli so gar nicht zum englischen Lesen gekommen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Mal wieder einen Monat ohne ein englisches Buch, aber es ist eben, wie es ist. Und hier muss ich eigentlich gar nicht wissen, um was es groß geht. Ich habe das Buch tatsächlich auch schon angefangen, werde euch, also ich denke, auch dann im Juli Monatsrückblick dazu was erzählen können. Bei mir hat der Juli jetzt noch 2 Tage, dementsprechend habe ich noch Zeit, den Rest zu hören. Wir sind hier eben in Irland unterwegs und es geht wieder ums Kochen, ums Essen, und es geht um eine Liebesgeschichte, die ein bisschen stürmisch beginnt, und ich mag die Bücher von Julie Kaplan super gerne, und da musste ich auch einfach das Hörbuch haben. Wohlfühlbücher funktionieren für mich eben auch am besten, wenn ich sie höre, und dementsprechend habe ich mir dann das eben auch als Hörbuch geholt. Und das letzte Buch ist dann auch ein Buch, was wir in Heidelberg entdeckt haben und was ich dann in meiner hiesigen Thalia eigentlich mitnehmen wollte, es aber nicht vorrätig war, und dementsprechend habe ich dann eben das Buch in der Filiale bestellt und dann auch abgeholt, und zwar Dark and Shallow Lies von Ginny Myers-Sain. Von seichten Lügen und dunklen Geheimnissen. Ein total cooles Cover. Wirkt so ein bisschen wie Mystery Thriller. Hat einen total spannenden und wahnsinnig langen Klappentext. Und wir sind hier in La Cachette, Louisiana. Und das ist der denkbar schlechteste Ort, wenn man etwas zu verbergen hat. Denn das ist ein winziges Städtchen, in dem die 17-jährige Gray ihre Sommerferien verbringt. Es ist die heimliche Hauptstadt des Übersinnlichen und der Ort, an dem Grays beste Freundin 6 Monate zuvor verschwunden ist. Gray weigert sich aber zu glauben, dass sie sich einfach in Luft ausgelöst hat. Genauso wenig möchte sie akzeptieren,
dass niemand in einer Stadt voller Hellseher weiß, was ihr zugestoßen sein könnte. Und dann macht sie eben auch Nachforschungen, doch es wird ganz schnell klar, dass so ziemlich jeder in diesem Städtchen etwas zu verbergen hat, inklusive ihrer verstorbenen Mutter, deren Geheimnisse Grey sogar aus dem Grab verfolgen. Und das klingt total mysteriös, thrillermäßig. Ich weiß gar nicht, ob es als Jugendbuch irgendwie durchgeht, aber das hat mich so gecatcht und angesprochen, sodass das dann eben auch bei mir einziehen durfte. Und ich finde auch echt, das kam auch richtig toll. Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir optisch auch sehr, sehr gut. Und kein Wunder, dass wir da drauf so gestoßen sind. Es hat hier drin auch immer mal so schwarze Seiten. Das finde ich auch super interessant. Also man sieht es auch hier hinten, dass sich die immer mal wiederholen. Und ja, ich bin wie bei all meinen Büchern super gespannt und neugierig. Das habe ich, glaube ich, diesmal sehr häufig gesagt. Wer hat vielleicht mitgezählt? Oder darauf immer einen Shot getrunken und ist jetzt wahrscheinlich betrunken? Nein, ich hoffe nicht. Aber ja, so soll es ja auch eigentlich sein, dass man sich auf seine neuen Bücher einfach freut und Spaß daran hat. Und dann ist es egal, ob es 5 sind, 15, 20 oder gar 50 Bücher. Solange man Spaß damit hat, ist ja auch alles in Ordnung. Und Bücher werden ja theoretisch auch nicht schlecht. Ja, das ist das letzte Buch aus dem Juli. Insgesamt 17 Bücher. Und ich, ja, wie ihr gemerkt habt, freue mich auf jedes einzelne, was ich nicht schon gelesen habe. Und ja, es ist fast ein bisschen immer schade, wenn man dann doch denkt, das könnte irgendwie ein tolles Buch werden und man es dann doch irgendwie abbricht. Das, ja, werde ich euch aber auf jeden Fall im Monatsrückblick dann natürlich auch zeigen. Und ja, damit sind wir durch. Ich bin natürlich super neugierig, ob ihr Bücher, die ich euch hier gezeigt habe, schon kennt. Dann schwärmt sehr gerne unten in den Kommentaren. Lasst uns da in den Austausch gehen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, heute ein Video zu sehen und dass wir die Sommerpause so langsam ausklingen lassen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, heute ein bisschen Video zu drehen und mal wieder ein bisschen zu schminken und mal wieder ordentlich hier sozusagen rumzusitzen. Im Urlaub ist man ja vielleicht doch ein bisschen schluderiger. Also ja, aber gut, so ist das natürlich. Ich ja, freue mich jetzt, dass ich zurück bin und dass ich heute schon ein Video gedreht habe, Haken dran sozusagen, und dass das auch wieder super viel Spaß gemacht hat, mit euch mit der Kamera zu sprechen. Nächste Woche wird es den Monatsrückblick geben und ich versuche dann auch zeitnah den Heidelberg-Vlog zu schneiden. Mal schauen, wie der sich dazwischen schiebt. Aber der kommt auf jeden Fall auch noch, da könnt ihr euch auch freuen. Und ja, ich denke, das war's jetzt. Müssen wir gar nicht weiter lang rumschnacken. Alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.